Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin namens Simchek und ich möchte mich hier bei allen ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen Beileidswünsche unter den Beiträgen und auch per Privatmessage, die mir geschrieben haben, weil mein Kater Pepper verstorben ist. Also der Pepper war jetzt einer, der immer hier zu Hause war. Pepper war ein sehr, sehr anhänglicher Kater und einer, der immer wieder gestreichelt werden musste. Also auch wollte, jetzt musste war das falsche Wort, das war einer, der immer wieder gestreichelt werden wollte. Ja, und weil der das wollte, dann haben wir das auch immer gemacht, weil der war sehr, sehr anhänglich und es war auch schon ein fester Kater hier zu Hause. Einer, der zuerst mit den anderen Katzen sich immer gut verstanden hat. Mit der Zeit hat er dann die Kitten nicht mehr so sehr gemocht gehabt und da wurde er ein bisschen stinkig, aber das wurde in letzter Zeit wieder ein bisschen besser und Pepper war einfach Pepper, egal was los war. Der war halt ein Kater von uns, auch wenn man dann Pepper gesagt hat, dann ist er weggelaufen und hat dann auch die Kitten alle in Ruhe gelassen. Auf jeden Fall war das hier ein ganz fester Kater von uns und der war sehr anhänglich und es wird für mich auch schwierig sein, mich erstmal daran zu gewöhnen, dass Pepper nicht mehr da ist. Es sind ja ein paar Katzen, die fest hier sind, wie zum Beispiel die Katja, egal was passiert, wie sehr sie gemobbt wird, die ist immer hier. Würde Katja heute nicht da sein, dann würde ich mich fragen, wo ist die Katja hingegangen? Oder würde zum Beispiel der Lucifer, auch wenn er so jung ist und auch ganz scheu ist, aber würde heute der Lucifer nicht da sein? Mir würde sofort auffallen und ich würde mir dann Gedanken machen, wo der Lucifer ist. Oder zum Beispiel Stiefkitten oder wie zum Beispiel Ira oder so. Also es gibt hier Katzen, die hier zu Hause wohnen und wenn die hier jetzt verschwinden würden, dann würde ich mir halt auch Gedanken machen und sie versuchen zu suchen oder zu finden. Denn es ist halt bei einigen Katzen nicht normal, dass die halt auf einmal verschwinden. Ne? Und genauso war es auch bei Pepper, wenn der mal nicht da war. Ein, zwei Tage, dann habe ich mir auch Sorgen gemacht und ich habe dann auch versucht, ihn zu suchen. Dann ist es einer, der halt immer hier war. Ja, und dann hat er halt vor 3 Tagen, wo ich hier war, in der Nacht, war der ganz schlimm. Der hatte halt hat kaum Luft bekommen, dem ging es sehr schlecht und das hat mir auch Sorgen gemacht gehabt. Ich habe den Tierarzt nicht erreicht. Am nächsten Tag war ich beim Tierarzt. Dann wurde ein Test gemacht, da hat die Blutsucht, seine Nieren waren sehr angeschlagen und er hat halt wenig Luft bekommen und er hat aber keine Andeutungen gemacht gehabt für seine Krankheit. Also man hat ihm das gar nicht angesehen. Er war ganz fit, er wollte immer gekaut und gestreichelt werden und auf einmal war der dann krank, dann war der beim Tierarzt und dann ist er innerhalb von 1,5 Tagen gestorben und das war halt für mich ein Riesenschock. Das hat mich auch sehr traurig gemacht und ich bin auch sehr traurig. Das hat mich sehr mitgenommen und ihr seid auch alle sehr davon betroffen. Jeder ist schockiert. Viele haben mir geschrieben, viele haben den Beitrag kommentiert und dass der halt auf einmal gestorben ist, das war völlig unerwartet. Also da denkt man bei anderen Katzen, dass sie vielleicht sterben würden, aber eher, dass Pepper jetzt auf einmal gestorben ist, ist wirklich ganz, ganz ungewöhnlich und ich hoffe halt, dass kein Tier mehr irgendwie auf diese Weise so schlimm irgendwie, dass das immer so schlecht ist und dann sterben muss. Also ich bin wirklich sehr geschockt und auch sehr, sehr traurig. Und ich bin deswegen auch die letzten paar Stunden oder seit gestern auch nicht mehr so gut drauf, weil das hat mich wirklich sehr, sehr berührt mit dem Pepper, weil das ist halt ein Kater, der immer bei mir war. Ne? Ja, aber das Leben geht weiter und Pepper war auch ein Tier, was gerettet wurde. Der war jetzt 2, 3 Jahre alt und der Pepper war einer, der eigentlich schon fast tot war, wo der gefunden wurde. Der war knochendünn, da hatte er kaum, der hatte ganz kranke Zähne, die mussten gezogen werden und der war halt einer, der halt keine Überlebenschancen hätte, wenn der nicht bei mir gelandet wäre damals. Und ich habe ihn dann richtig aufgepäppelt, 2 Wochen lang und dann ging es ihm besser und dann hat er angefangen hier zu leben und dann ging das jetzt halt eine Zeit lang und dass der auf einmal gestorben ist jetzt, wie gesagt, ist halt schon für mich ein riesengroßer Schock. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht um andere Katzen kümmern würde. Das heißt nicht, dass ich kein Tier mehr aufnehmen würde. Also egal wie traurig man ist oder egal wie es einen mitnimmt, das wird mich niemals daran halten, dass ich mich nicht um Katzen kümmere, dass ich keine Katzen mehr aufnehmen werde, dass ich keinen Katzen weiterhelfen werde. Also sobald ein Tier in Not ist und ich kann irgendwie was tun, egal was, ich bin immer bereit, einem Tier dann natürlich auch weiterzuhelfen. Ne? Denn ich kann halt kein Tier leiden sehen und wenn man das in der Hand hat, dem Tier zu helfen, dann werde ich auch natürlich immer versuchen, weiterzuhelfen. Ne? Allerdings habe ich auch eine
ganz, ganz traurige Nachricht. Nachdem Pepper, was dann mit Pepper passiert ist, habe ich hier nochmal einen riesengroßen Schock bekommen. Danach dazu. Und zwar das kleine Kitten vom Stile Caesars Hotel, was hier immer auf mich raufgesprungen ist, was immer sehr anhänglich war, was immer gestreichelt werden wollte, was immer in meiner Nähe sein wollte. Dieses kleine Kitten vom Stile Caesars Hotel hat hier in der Mittagszeit eine riesengroße Krise bekommen. Es hat auf einmal ganz doll, ganz schwer geatmet und ich war auch nicht zu Hause. In dem Moment war der Onkel Helge hier zu Hause. Der hat hier die Winterboxen für die Katzen, damit sie halt Schlafplatz haben, aufgebaut gehabt. Ja, und dann hat er mich versucht anzurufen. Ich hatte Kunden und ich bin dann nach Hause gefahren und dann haben wir hier gesehen gehabt, dass sie voll die Krisen hatte und dass der Körper ganz leblos da war und dass das Kitten nur noch geatmet hat, was mich natürlich auch sehr schockiert hatte. Ja, dann haben wir jetzt gesagt, was machen wir jetzt? Ich bin dann sofort mit ihr zum Tierarzt gefahren in dem Moment. Ich habe sowieso damit gerechnet gehabt, dass sie sowieso sterben wird, so wie die da ausschaut, weil ich kenne solche Krisen. Und wenn dann ein Tier in einer Krise ist, ist so einem Tier leider eigentlich nicht mehr zu helfen. Und das kann ich auch mal zeigen, wie das dann da lag beim Tierarzt. Das lag dort einfach so beim Tierarzt. Also der Körper war dort irgendwie ganz leblos, sieht ihr das? Das war schon, das hatte auch schon Kot draußen und das war wirklich ein riesengroßer Schock am Nachmittag. Also damit hat keiner gerechnet gehabt, dass das eine Kitten auf einmal hier eine Krise bekommt, weil das war kerngesund. Ja, und dann hat der Tierarzt, ich habe gesagt, ich will, dass das alles für das Tierarzt, für das Tier gemacht wird, wie als wenn es noch am Leben sein würde. Und dann hat das Tier Medizin bekommen, Serum unter die Haut, eine Wärmflasche, weil das hatte noch 35 Grad Körpertemperatur. Ja, und dann war ich nochmal, weil das jetzt eine Krise hatte, war ich gestern mit dem so gegen 15:30 Uhr beim Tierarzt. Dann war ich nochmal um 18:30 Uhr nochmal beim Tierarzt, um nochmal das Kitten von Saskia, eins von denen, und den kleinen Schwarzen vom Automotor. Ich wollte sie einfach nochmal kontrolliert haben, abgecheckt haben und schauen, ob es der, ob sie, ob sie, na, geh mal da weg bitte, geh mal da weg bitte, ob sie da noch kerngesund sind, weil wie gesagt, die Paranoiakopenie, die Katzen solche, wenn man zu Hause, wenn man sie zu Hause hat, dann wird man die auch wirklich schwierig wieder los und es kann halt viele Katzen anstecken. Ja, und dann, wo ich dann beim Tierarzt war, hat der Tierarzt die beiden kontrolliert, die Mund angeschaut und die Körpertemperatur und er meinte, dass das vom Kitten von Saskia das kleinere und der schwarze vom Automotor gesund sind, aber der macht den jetzt 4 Tage lang Felicerin aus Deutschland, 4-tägige Felicerin-Behandlung und heute war der zweite Tag und dann habe ich nach dem Kitten gefragt und geschaut, wie es dem Kitten geht und dann bin ich nach hinten gegangen und dann habe ich gesehen, es war ein wie ein Wunder. Das Kitten war wieder auf den Beinen, es hat vor meinen Augen Wasser getrunken. Und das hat mich auch wirklich sehr gefreut gehabt, wo ich das so gesehen habe. Schau mal, das ist dort in Richtung Wasser gegangen. Das andere ist das Miramare-Kitten und vom Seher Resort, die haben alle die gleichen Krankheiten. Schau mal, es war wieder sehr fit. Das war wie gesagt wie ein Wunder. Ich habe mich da so gefreut nach der Krise, dass es wieder zu sich gefunden hatte. Das sieht man auch. Und das war wirklich wie ein Wunder und das hat mich auch sehr gefreut. Also das war richtig in der Krise. Seht euch das mal an, wie es da lag beim Tierarzt, wo ich da hingefahren bin. Und wie es dann kurz daraufhin, ein paar Stunden später war. Und dann habe ich halt. Also so war es, wo ich zum Tierarzt gefahren hatte. Ne? Ja, und dann habe ich nochmal um 23:30 Uhr gestern mit dem Tierarzt telefoniert gehabt und ob es was gefressen hat, ob es wieder gut geht und ob dem Kitten alles in Ordnung ist. Und der Tierarzt meinte zu mir, weil wir haben ja bis 24 Uhr auf und die geben dann nochmal die Medizin oder die zugefüttert werden, werden zugefüttert oder werden nochmal behandelt.
Ja, und dann hat der Tierarzt mir gesagt, dass das Kitten wieder leider sehr, sehr schlecht ist und dass es da rumliegt. Und die haben jetzt nochmal die Medizin gemacht und es warm gehalten und alles für das Tier getan. Ja, und er hat gesagt, er hofft, dass sie auch die Nacht das überlebt, das eine kleine Kitten. Ja, und dann habe ich in der Früh um 8:30 Uhr mit dem Tierarzt telefoniert und der hat mir leider die ganz, ganz traurige Nachricht mitgeteilt und hat mir gesagt, dass das kleine Kitten das leider nicht geschafft hat und dass es auch leider gestorben ist. Also ich habe wirklich einen riesengroßen Schock, zwei hintereinander. Der Pepper war kerngesund, war von einer Minute auf den anderen todkrank. Und dann war hier das kleine Kitten vom Sid Caesars Hotel, was schon ganz gesund war, was anhänglich war, was immer auf mich gesprungen ist, hat auf einmal hier, während Onkel Helge hier zu Hause war, vor Onkel Helge die Krise bekommen, hat hier ganz flüssig jetzt Kaka gemacht in die Wohnung und hat nur noch gezappelt und war ganz leblos. Ja, und dann habe ich das trotzdem zum Tierarzt gefahren, dann ging es ihr ein paar Stunden wieder gut und nach ein paar Stunden ist es dann doch leider gestorben und das war auch wirklich, was mich sehr traurig gemacht hat, sowohl Pepper als auch das kleine Kitten. Die sind beide leider gestorben am gleichen Tag und dann war für mich auch natürlich erstmal, das war für mich wie ein Weltuntergang. Na, und ich war halt richtig fertig mit der Welt, na, weil das kleine Kitten war ja auch wirklich sehr anhänglich und war auch sehr fit. Ihr habt das ja alle gesehen, wie das immer auf mich gesprungen ist und hier richtig das einfach nur zu mir wollte und dann ist leider sowas passiert. Na, und dann bekommen jetzt die beiden Kitten, das Kitten von Saskia, das kleinere und der Schwarz vom Automotor bekommen jetzt 4 Tage lang, wie gesagt, Felicerin Plus aus Sicherheitsgründen, weil die halt auch nicht so groß sind wie die anderen. Und dann hoffen wir mal, dass hier nichts mehr passiert. Denn das Miramare-Kitten ist auch nicht so gut, so fit beim Tierarzt. Es ist halt eine ganz, ganz starke Paranoid-Kopenie gerade unterwegs. Auch da hilft bei einigen sogar das Felicerin Plus gerade nicht. Haben wir gesehen. Bei dem kleinen Kitten vom Automotor, der schwarz-weiße, oder das eine vom Nena Hotel, das kleine, oder jetzt auch das vom Side Caesars, was auf einmal gestorben ist, ne, auf einmal die Krise hatte. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die anderen alle überleben. Ich lasse auf jeden Fall beim Tierarzt alles dafür tun. Wenn die sterben, sterben sie beim Tierarzt, nicht hier bei mir. Ne? Und ich merke auch, wenn es einer Katze nicht gut geht, wie zum Beispiel, ich habe gesehen, dass es dem Emil heute Morgen auch nicht gut geht. Ich habe ihn auch mit zum Tierarzt genommen. Ich war mit 6 Katzen beim Tierarzt. Und da hat irgendwas mit den Mandeln. Und er bekommt jetzt 2, 3 Tage Medizin. Also ich merke das schon, wenn es einer Katze nicht gut geht. Und ich werde natürlich auch die Katze immer behandeln lassen. Ob es meine sind, ob es andere sind. Ich werde natürlich immer versuchen, für jedes Tier da zu sein. Ne? Ja, und das kleine Baby vom Laden, was jetzt hier zu Hause bei mir immer neben meinem Bett liegt, das lasse ich im Laden, im Juwelier, bei den anderen beiden Kitten, denn es ist mir zu riskant, gerade weil wir haben ein paar Katzen mit Schnupfen, wie zum Beispiel die beiden Kitten von Songül, das Getigerte und Mini Pirat, haben beide Schnupfen oder auch das eine andere Baby Getigerte vom Evrensecki, was fast überfahren wurde, die haben alle drei Schnupfen. Und wir haben die Paranoid-Kopenie zu Hause und das ist halt für so ein kleines Baby sicherer, wenn man es zu Hause hat, wegen ihrem Immunsystem. Ja, und deswegen, weil das hat mich auch viel Kraft und Arbeit gekostet, dass das eine halt auch am Leben bleibt, und auch mit der Nachtwitterung und alles. Und jetzt ist es soweit und ganz fit, dass es sehr schön im Laden spielt und dann soll es halt im Laden bleiben, nicht, dass es sich hier mit irgendwas ansteckt. Denn leider kann so eine Paranoid-Kopenie-Krankheit noch bis zu einen Monat später noch ansteckbar sein hier zu Hause. Das Haus wird ja auch desinfiziert bei mir und alles Mögliche, aber sowas kann sich auch durch Kleidung oder durch Schuhe sogar übertragen. Das ist so eine schreckliche Krankheit, die Paranoid-Kopenie, die Katzenseuche. Ja, und wir haben auch einigen schon das Leben retten können durch die Katzenseuche. Das ist halt, wie gesagt, nur durch das Felicerin machbar und wenn solche kleinere Katzen jetzt da sind, dass ich auch gleich sofort die Xylis
Impfung machen und auch natürlich für die Serien aus Sicherheitsgründen schon mitgeben, nicht, dass da irgendwie was passiert, denn der Winter ist lang. Und wenn es kalt wird oder wenn andere Katzen krank sind, kann sowas halt sehr schnell ansteckbar sein, ne? So, dann können wir mal schauen, was sich hier alles getan hat. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen Beileidwünsche. Und die Saskia war jetzt auch 2,5 Tage hier im Haus drinne. Ich kam heute Morgen um 15 Uhr dann nach Hause, um mich auch ein bisschen umzuschauen, und die war dann nicht zu Hause. Ich habe gedacht, sie hat sich irgendwo versteckt, aber die Saskia war nicht mehr da. Und jetzt habe ich die Saskia unten auf dem unteren Balkon. Ich rufe dort eine Katze und die schreit dort unten. Und dann bin ich dort, habe ich da unten geschaut, und das ist die Saskia, und die will wieder rein ins Haus, aber sie weiß nicht, wie sie reinkommt, und wir müssen dann gleich versuchen, die Saskia rauszuholen. Die kommt bis zum Türeingang vom Balkon unten, aber sie läuft wieder weg und miaut da die ganze Zeit herum. Sie will wieder ins Haus rein, und ansonsten müssen wir außen rumgehen und versuchen, dass sie mitkommt, dann hier ins Haus hinein, ne? So, dann können wir mal schauen, was sich hier alles getan hat bei den Katzen hier zu Hause. Also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an alle Beileidwünsche für die Katzen, für die gestorbenen Katzen. Und da sieht man die Sunny, die hat sich auch sehr gut eingelebt. Die Afrikaner sowieso, die sind irgendwo am Toben. Hier haben wir auch ein neues Katzenbett aus Deutschland. Das liegt schon seit längerem im Keller in einem Karton. Das hat Onkel Helge gestern zusammengebaut. Und man sieht, dass die Katzen sich auch darüber sehr freuen. Dann haben wir hier die große Nervensäge, ein Auge. Dann haben wir dort das Enkelkind, die kleine Süße. Das hat eine richtig kleine Süße, und das Enkelkind hat sich hier auch eingelebt. Das sieht man auch, ne? Schaut mal. Hier sieht man Stiefkitten. Emino, wo willst du hin? Der Emino ist auch gerade da, die Elif ist da. Der Arno ist hier am Trockenfutter fressen. Die Silvia ist auch heute da. Und die Hira will noch demnächst kastrieren. Da ist die Zicke, Erstgeborener, Katja. Also man merkt, jetzt wegen der Kälte, dass die Katzen mehr nach Hause kommen. Hier sieht man noch die Lilly, die ist ja normalerweise immer am Anfang der Straße. Schau mal, hier ist die Lilly. Na, du bist jetzt auch am Niesen, da was Enkelkind. Ich habe keine Lust, dass du Schnupfen hast. Du musst dann beim Tierarzt bleiben wieder. Und das Schnupfen haben wir wieder gut in den Griff bekommen. Und eigentlich, hier sieht man Sunny. Hier sieht man das Getigerte von Zongül. Das hat allerdings auch Schnupfen. Hier sieht man die Zarte. Da sieht man Jutta, den Pirat. Da sieht man die Heidi. Ja, und schaut mal. Opa Selim ist hier auf dem Balkon. Der will nicht rein ins Haus. Dann ist hier ein Kitten von Saskia. Da ist der Sandro in seinem Häuschen. Und in dem Häuschen sind auch zwei Kitten. Schaut mal, da schaut gerade einer. Das ist einmal der Getigerte und das Kitten von Saskia. Ich mag das aber jetzt nicht hochmachen, weil sonst wird die da weglaufen.
Ja, und die Saskia ruft da unten. Saskia? Tim? Psst, 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 psst. Ja, schau mal, da unten ist die Saskia. Seht ihr das? Da unten, die kann man sehen. Seht ihr das? Seht ihr das? Da unten ist sie. Saskia, ich versuche dich gleich zu holen, okay? Du brauchst nicht dazu miauen. Da unten sieht man die Saskia. Oh. Saskia, ich komme gleich runter, okay? Ich versuche dich reinzuholen. Schau mal, da geht auch gerade der Arno in so ein Häuschen rein. Na, jetzt bist du aufgestanden, jetzt können wir das mal zeigen. Seht ihr das? Da sitzen zwei Stück drin in dem Nest. Das Kind von Saskia und das andere in dem Häuschen. Das ist wirklich super, dass sie da drinnen liegen. Und dann haben wir jetzt hier mehrere im Haus. Schaut mal hier. Und da ist überall so ein Bettchen drin, was ihr den mit aus Deutschland mitgebracht hat. Von diesen Kuschelbetten. Ja, und die sind auch schön warm dadurch. Und ich habe die alle mit Scharnier machen lassen, dass man auch, wenn was ist, dass man da reinschauen kann. Seht ihr? Und ihr habt gesehen, die ersten schlafen da schon drin, wenn da jetzt so ein Kuschelbett drin ist. Ja, und da hat man da jetzt welche. Und da liegt da eine kleine und man sieht, dass die auch ein bisschen dünn ist und Schnupfen hat. Der kommt auch. Der geht aber fressen. Und jetzt habe ich hier dadurch auch ein bisschen umgestellt. Ich habe den großen Quarantänekäfig reingebracht und habe da halt Betten hingestellt. Also Schlafplatzmöglichkeiten. Die Sunny war auch schon in einem drin. Na, Enkelchen, geh mal zur Seite. Dann schau mal hier. Ach, wer ist denn da? Arno, du bist das. Und überall ist halt dann so ein Bettchen drin. Und da gehen auch sicherlich welche rein. Ja, Sunny, wir versuchen dich gleich reinzuholen, aber du musst auch ein bisschen was von dir was kommen. Ja, und hier, schau mal, die Afrikaner haben sich richtig eingelebt. Hier ist mein kleiner Freund. Na, Afrikaner, bist du am Toben? Ja, ne? Ich muss euch noch ein Halsband machen. Ja, und das scheinen sie auch gut aufgenommen zu haben. Der Afrikaner geht sich jetzt stärken, schaut mal. Hier geht es dann weiter. Hier haben wir auch drei von diesen Häusern und in dem linken hier hat gestern die Zarte geschlafen, in dem rechten hat Stefanie drin geschlafen. Emino, wir gehen gleich raus, warte. Na, Emino ist heute auch da. Mal sehen, ob heute jemand hier drin ist. Ne, hier ist noch keiner drin. Wie gesagt, die Zarte war gestern hier. Ist hier jemand drin? Ja, auch nicht. Lilly, du kannst da ruhig reingehen. Und hier hat gestern Stefanie geschlafen, aber sie ist auch gerade nicht da. Das heißt, sie sind am Strom an und ich bin sicher, dass sie da danach noch reingehen. Und wer bist du da oben?
Und dann haben die hier auch mehr Möglichkeiten zum Schlafen. Ne? Auch alle mit Kuschelbetten drin. Der Arno schläft ja hier oben. Hier. Dann haben wir das Katzenhäuschen. Und der Afrikaner toben halt richtig herum. Seht ihr das? Und da bist du ja, du kleiner, neugieriger, wunderschöner Kater mit deinem Antennenschwanz. Zieh dich mal an mit. Wie hast du dich da unten angelegt? Wo willst du hin? Du hast dich zu Hause eingelebt, ne? Ich bin so froh, dass dir keiner was tut hier, wirklich. Das Kind von Saskia ist jetzt auch, dass ich schon mal da unterm der Couch. Afrikaner ist am Fressen. Seht ihr das? Das ist so ein süßer Schatz, der hat so einen süßen Kopf. Der kleine Schwarze hier. Du bist so ein süßer Schatz. Du bist wirklich wie als wenn du in den Taxi eingestiegen bist und vor meinem Laden ausgestiegen bist und hast gesagt, ich will hier raus. Als wenn du gesagt hast, ich will zu Armin zu dem Chimcheck und so bist du dann direkt vor meinen Laden gekommen. Mit einem Auto, einem Automotor. Und jetzt bist du hier zu Hause. Und schau mal das Kind von Saskia, die Afrikaner. Und hier ist mein schwarzer kleiner Freund. Ja, das ist ein richtig süßer Spatz. Doch gerade eigentlich der kleinste hier. Und der bekommt jetzt 4 Tage Felicerin. Der hat gestern und heute Felicerin bekommen und der bekommt jetzt nochmal 2 Tage. Aus Sicherheitsgründen, ne? Bekommt er das. Ja, und das kleinere Kitten von Saskia. Aber ich glaube, das ist so im Allgemein mehr so eine ruhige Katze. Nicht wahr, Mama Elif? Und Saskia kloppt sich da unten mit anderen Katzen. Sie müssen die Saskia irgendwie noch reinbekommen. Ich habe jetzt hier schnell zugemacht, sonst kommen die anderen Nerven. Da unten ist so eine mit einer Halsband. Wer ist das? Poldi! Hat die Emine Taser ein Halsband gemacht? Mit einer Glocke sogar. Ich glaube, die Glocke magst du nicht, ne? Pss, 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 pss. Saskia! Na, jetzt hat sich Saskia, glaube ich, gerade gekloppt. Und das ist der Poldi, der hat ein Halsband mit der Glocke. Nicht, Sunny, nicht hier rauslaufen. Wenn du auch hier rausläufst, ich bekomme ich mit Sicherheit nicht. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du hier bist, Sunny. Komm mal raus hier. Komm. Warte, Sunny, komm. Geh mal hoch. Nee, nichts mehr. Ja, und der Kleine ist, wie gesagt, im Laden. Und hier sieht man den Emil, der hat irgendwie angeschwollene Mandeln. Seht ihr das, der Emil? Da muss auch ein paar Tage jetzt zum Tierarzt. Poldi, wo ist die Saskia hin? Hm? Wer hat sie gehauen? Na Paul, die läuft doch nicht weg mit deiner Glocke. Also es wird nicht einfach hier
Saskia wieder reinzuholen. Ja, da ist Katzenfell drin, das heißt, hier war auch jemand drin. Hier unten haben wir auch gleich. Hier ist auch ein bisschen durcheinander, das heißt, hier war auch eine Katze drin. Saskia? Na, gell, Kijim, gell, Saskia, komm. Komm, Saskia, komm, komm. Komm, Kijim, komm. Komm rein hier, komm. Gell? Psch, 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 psch. Komm rein hier, komm. Gell, gell, geh rein da, na los. Geh rein da, Saskia, komm. Gell, Kijim? Heidi geht's, Kijim, heidi geht's. Na los, rein mit dir, na los. Du hast Stress hier unten, ne, Saskia? Gell, Kijim, heidi, na los. Lauf mal rein da, na los. Na los, rein da, na los. Rein da mit dir, na los. Na los, Saskia, na los. Na los, rein mit dir, na los, rein. Rein, na los. Na los, mein Schatz, rein da, na los. Na los, geh rein da. Hadi. Gell, pss, 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 gell. Gell. Da, du mit deiner Glocke, Poldi, geh mal weg. Oh, die bekommt Angst vor dir. Findest du nicht mehr zurück, Saskia? Komm. Komm. Ach, Biscuit, dich habe ich nicht gerufen. Saskia, komm. Komm, gell, komm. Gell, Cousin, gell. Pss, 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 pss. Hast du Hunger bekommen? Hm? Gell, Cousin, gell. Pss, 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 pss. Na los, Saskia, na los, geh mal rein. Rein mit dir, na los. Na los, geh rein. Geh rein, Saskia, na los. Na los, Saskia. Andere Richtung. Andere Richtung. Hadi Kijim. Hadi Kijim. Andere Richtung. Andere Richtung. Na los. Geh rein ins Haus. Na los. Ja, Tür ist auf. Schau da nicht so gespannt rein. Na los. Geh rein. Na los. Na los. Super. Na, Saskia, geht doch. Du hast mir die Arbeit echt leicht gemacht. Super, Saskia, komm. Komm, komm, tamam, 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 alles gut. Komm, Saskia, komm, komm, komm hoch da, komm, keine Angst. Tamam, geh in dein Revier, los. Siehst du, alles gut? Alles gut, Saskia, hast du gesehen? Ja, Emino, warum seid ihr jetzt alle so neugierig? Jetzt wollt ihr alle hier rein. Was ist da so neugierig? Afrikaner will nur spielen. Ach Emil, jetzt schau dich so traurig. Du bist in Behandlung, okay? Der arme kleine Schatz, wirklich. Ich merke das, wie gesagt, sofort, wenn es einer Katze nicht gut geht. Ja, Saskia, ich denke mal, das war jetzt auch für dich eine Lektion, dass du das Haus nicht mehr verlässt. Bist du denn überhaupt ins Haus gegangen oder bist du wieder rausgelaufen, Saskia? Na, und du kleiner Checker, hm? Ich weiß jetzt nicht, wo Saskia ist und ich weiß nicht, ob sie überhaupt im Haus ist, ehrlich gesagt.
Also Sunny ist unter der Couch. Saskia, wir haben alle gesehen, dass sie ins Haus reingelaufen ist und hier hoch, aber sie hat sich bestimmt gerade irgendwo versteckt. Ich mag die Kleine aber auch nicht stressen. Na, Sunny? Mit seiner Glocke da unten. Ich sag ihr nicht, sie soll ihm die rausmachen. Opa Selim ist da. Und ich denke mal, dass sie Saskia jetzt hier in der Nähe bleibt. Oder vielleicht ist sie auch gerade hier irgendwo. Katzen können sich ja sehr gut verstecken. Auf jeden Fall ist hier die Tür auf für sie. Und die Afrikaner geben keine Ruhe. Wo hast du dich denn hier hingelegt, du kleiner süßer Schatz mit dem Antennenschwanz? Und sieht euch mal hier die Kitten von Saskia an. Oder dort das Enkelkind. Erstgeborener, wir suchen gerade Saskia. Ja, Saskia ist. Ah, da ist ja Saskia. Ich sag ja, die können sich gut verstecken. Ja, Saskia, du hast schon richtig Hunger bekommen, ne? Du wolltest jetzt weglaufen, aber dann denkst du, na, ich geh doch lieber wieder nach Hause, ne? Und schau, du verstehst dich auch mit den anderen. Ja, Saskia, also hast du dich doch entschieden, hier zu bleiben. Drin hast du die ganze Zeit miaut und immer bekomme ich dich nicht rein. Ich sag's dir, ich bin nicht immer hier zu Hause. Und da sieht man, dass Saskia, wo ich dachte, die ist jetzt weg, vorhin um Hilfe gerufen hat, richtig? Und jetzt ist sie am Fressen. Ach, Elif. Mach hier nicht immer einen auf Big Boss, Elif. Na, immerhin könnt ihr jetzt auch ins Haus rein, Saskia, ne? Die Tür ist offen für euch. Auch wenn du mich nicht magst, Saskia, wir waren mal sehr gute Freunde. Und nachdem ich dich gefangen habe für die Kastration, weil du nicht wolltest, magst du mich nicht mehr. Sie hat einen ganz. Sie beobachtet etwas. Und du, Jutta? Enkelkind tackelt jetzt zum gemütlichen Bett. Sie schläft da oben, wo der Pirat liegt. Jetzt ist Saskia wieder fressen.
Und das schmeckt dir, Saskia, ne? Das leckere Purina One Futter aus Deutschland, was dir die Leute immer mitbringen. Also ich muss mich hier wirklich nochmal bei allen Zuschauern, die das auch gerne immer anschauen und immer dabei sind und das auch unterstützen, nochmal hier auf die Weise bei allen für das mitgebrachte Futter bedanken. Sei es das Nassfutter, Trockenfutter von Purina One, von Purina Kitten oder das Bozita Futter oder die Leckerlis, also die Katzen freuen sich da alle richtig drüber. Oder die ganzen Betten, die Kuschelbetten, die ihr denen mitgebracht habt aus Deutschland. Also. Oder die Medizin, was auch jetzt hier einigen Katzen das Leben gerettet hat. Also für die ganzen Unterstützungen aus Deutschland, für das Futter, für die Betten, für die Medizin, für die Leckerlis und alles. Da macht ihr den Katzen wirklich eine riesengroße Freude mit. Nochmal auf diese Weise hier, auf diesem Wege hier, an alle einen herzlichen Dank. Und na, Emino, der flitzt hier gerade rein. Ich mag jetzt das hier essen. Deswegen bewege ich mich gerade nicht. Und der Teddy, dem geht es auch beim Tierarzt besser. Der frisst und trinkt mittlerweile von alleine. Der hat jetzt irgendwas mit dem Auge, sein Auge verklebt, aber das bekommen die auch unter. Kontrolle. Na, die Saskia hat ja richtig Hunger und Durst bekommen. Saskia, ich mag mich jetzt nicht bewegen, damit du in Ruhe fressen kannst. Aber es ist erst geboren. Was hast du hier im Auge? Deine Nase läuft auch ein bisschen oder täuscht mich das nur? Ja, Saskia, jetzt bist du weg. Und schau mal, Stiefkind, das Enkelkind hat auch ihren Platz. Na, Emina? Wenn das jetzt, morgen muss ich wieder mit 6 Katzen zum Tierarzt. Und kurz daraufhin will ich dann Hira, Emino, Mini Pirat zum Kastrieren bringen. Man sollte eigentlich, wenn man die Katzen solche zu Hause hat, erstmal nicht kastrieren. Aber ich denke mal, die sind groß genug. Und jetzt geht Saskia auf ihren Balkon. Ja, die Saskia ist schon eine richtige Zicke, das muss man sagen. Komm, Saskia, komm, geh auf deinen Platz, komm. Geh auf deinen Balkon, Saskia, die Tür ist auf, na los. Jetzt hattest du genug Stress, leg dich da draußen irgendwo hin. Ja, die schlafen jetzt seit Monaten. Da draußen, man will denen etwas Gutes tun, man will die Tür aufmachen, aber schaut mal, die gehen da wieder raus. Seht ihr das? Das ist auch die Sunny. Na, Enkelkind, du gefällst mir wieder nicht. Hast du auch schon wieder Schnupfen oder was? Ich glaube, deine Nase läuft. Du warst jetzt so lange beim Tierarzt. Hast du dich wieder angesteckt oder was? Jetzt geht die Saskia wieder raus. Ja, und jetzt geht. Jetzt ist Saskia wieder auf ihrem Balkon und ich denke mal.
Ich schaue doch gerade, warum ist das alles so umgestellt und so umgebaut? Sanina? Saskia, wir haben extra Häuser für dich da. Das haben dir die Leute aus Deutschland schicken lassen. Also hier in der Türkei gekauft. Und die sind jetzt aufgebaut und da könnt ihr schön schlafen. Da ist überall auch ein Bettchen aus Deutschland mit drin, was eure Zuschauer euch geschickt haben. Und da sieht man schon hier ein Baby. Das sieht ja richtig gemütlich aus da bei ihm. Seht ihr das, wo der da liegt? Richtig im Kuschelbett. Seht ihr das? In dem Katzenhaus. Ich denke mal, das ist auch bestimmt richtig warm in diesem Häuschen drin. Na? Ja, und dann sieht jetzt der Balkon erstmal so aus. Und ich denke mal, das ist auch gerade ganz gut. Und die Käfige stehen für morgen bereit. Saskia geht wieder aus dem Balkon raus. Na, wo willst du hin, Saskia? Na, und du bettelst mich hier die ganze Zeit schon an, wegen gekraut zu werden. Zarte, wo ist der Frosch hin? Hm? Wo ist Frosch hin? Oh, nicht so toll. Wollen die alle nicht mal hier? Saskia, wohin? Alles gut, Saskia. Geh mal dich einfach irgendwo schlafen legen, okay? Du hast genug Stress gehabt. Du hast nicht nach Hause gefunden. Die hat da draußen miaut, die Arme. Und ich hätte mir das auch ehrlich gesagt nicht so einfach vorgestellt, sie hier wieder ins Haus zu bekommen. Aber es hat doch geklappt. Nicht wahr, Emino? Lass die Sunny in Ruhe. Die Sunny will zu mir, Songül. Du bist richtig bekannt für deine Streitereien, Songül. Sogar der Besitzer von Torti sagt, du machst einen dicken Schwanz und greifst den Torti an. Ich habe Angst, dass dich jemand einer haut und dann ist dein ein gesundes Auge auch weg. Ich sag's nur, Songül, irgendwann wehrt sich jemand gegen dich. Und schau mal, das Kitten von Saskia hat auch Freude am Spielen. Seht ihr das? Die sind so süß, ihre Babys. Die sind so süß. Die Bunte kann auch wieder fressen. Na, Hira, mit wem tobst du? Lasst den kleinen Schwarzen in Ruhe. Der tut euch nichts. Der schläft da nur. Ja, und man sieht, dass die Musik jetzt hauptsächlich drinnen spielt. Nicht wahr, Emino? Nicht wahr, Emino, 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 du kleiner süßer Schatz. Da kommt bestimmt wieder der Antennenschwanz. Der denkt, lasst mich doch in Ruhe, ich gehe doch raus. Oder woanders hin. Wie geht er dort hinten hin? Null der Mino! Was ist Emino? Was ist du kleine süße Emino? Was ist Emino? Hm?
da sieht man die Bunte. Die kann wieder richtig fressen. Die hat ein ganz anderes Gesicht. Die sieht wieder ganz gut aus. Und die Zicke hat sich dort eine ganz gemütliche Stelle ausgesucht. Na, Saskia, was willst du schon wieder? Nicht, dass du wieder rausgehst und nicht zurückfindest, ich sag's dir. Nee, sie geht schon wieder raus. Saskia, ich hoffe, du findest sie jetzt mal zurück. Gell, Saskia? Pss, pss, pss. Die Lilly ist auch da. Mama Elif auch. Emina. Ne, Emino, schaffst du es? Saskia, geh wieder ins Haus rein. Geh wieder rein. Ich habe keine Lust, dich wieder versuchen reinzuholen. Na los. Geh wieder ins Haus rein. Und da sieht man jetzt die Phillies. Da sieht man Mini Pirat. Die Nervensäge war vorhin auch da und hat sehr viel gefressen. Zorngül läuft echt vor ihren Kitten weg. Anoa, der Wächter hat mir gesagt, dass du Richtung Straße gehst. Du bist echt frech, muss ich mir Sorgen um dich machen. Das geht nicht, dass du Richtung Straße gehst, Anoa. Er versucht dich sogar mit Wasser zu verscheuchen, aber du bist so frech. Und er meint, du hörst nicht. Ganz frisch gerade hier. Sie wollen gern spazieren gehen. Aber das machen wir dann ein anderes Mal. Und das Kitten von Zorngül jagt Zorngül. Das ist wirklich sehr frisch. Ich gehe mal wieder rein. Na, Felix, wo warst du denn, hm? Wo warst du denn, Felix? Alles gut. Ach, Bounty, du bist ja auch da. Gelemino! Gelemino, komm wieder rein. Wir gehen ein anderes Mal spazieren. Es ist wirklich sehr frisch. Da vorne ist eine schwarz-weiße Katze. Ist das Pünktchen? Mal doch kurz vor mir hingehen. Wer ist das dort hinten? Pss, 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 pss. Stefanie, bist du das? Oder wer bist du?
ein Auge bist du das? Vom Weiten hätte ich echt gedacht, du bist einer der Afrikaner. Na, fast. Gezongül, Gezongül. Emino, hör auf zu schreien. Es ist sehr kalt, wir gehen heute nicht spazieren. Ich habe nämlich nur ein Hemd an. Da vorne ist Fistik. Hier ist Songül. Ein Auge ist ja hier. Seht euch mal hier die Apfelsinen an. Richtig gut sehen die mittlerweile aus. Das ist Jutta-Pünktchen. Und genau weil ihr immer so ein Wasser trinkt, das bringt Giardien. Wo kommt das Wasser her überhaupt? Das ist kein sauberes Wasser. Gelemino! 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 Wo will der schon wieder hinein? Ich gehe mal in die Richtung, der kommt sicherlich nach. Haben wir hier auch ein paar Katzen. Mino macht Pipi oder Kacke da vorne. Ich dachte, wo will der hin? Er kommt bestimmt nach. Na komm. Komm, Kinders, komm. Na Stefanie, wo kommst du denn her? Hm? Komm mal her, du kleine süße Maus. Gestern hast du noch in der neuen Katzenhütte geschlafen vor der Haustür. Und jetzt tobst du hier rum. Das ist wirklich kaum zu glauben, aber wir haben wirklich schon fast Winter. Morgen wird die Zeit umgestellt, morgen Nacht bei euch in Deutschland. Bei uns wird sie ja schon seit einigen Jahren nicht mehr umgestellt. Dann haben wir 2 Stunden Unterschied. Ich merke hier nicht, dass der Winter kommt. Wir haben im Oktober nicht einmal Regen gehabt dieses Jahr. Also viele Leute, die jetzt vor Ort sind oder noch die Tage kommen, hier in diese Region, die haben wirklich Glück mit dem Wetter dieses Jahr. Normalerweise kann man bis zu einer Woche Regen haben hier, also da kann man richtig Pech haben im Urlaub. Man will Sonne, Strand und Meer und dann eine Woche Regen und Sturm. Aber dieses Jahr haben wirklich die Leute, die hier sind, Glück mit dem Wetter, wie gesagt. Na, Efren? Und da sieht man den Freund. Da sieht man die Bunte. Also die Leute haben dieses Jahr echt Glück mit dem Wetter, wie gesagt. Also man merkt nicht, dass hier jetzt die Winterzeit kommt. Komm raus. Komm raus, du Ziffer. Komm raus, mein Schatz. Du kommst ja rein, aber nicht wieder raus. Komm rein, so. Und das Schwarze ist auch gerade da. Ja, und dann sind auch also automatisch die Videos nächste Woche ein bisschen früher. Denn wir machen auch den Laden automatisch früher zu. Würde ich dann angenommen um 23 Uhr das Video starten, dann wäre es bei euch 21 Uhr und dann kann man auch natürlich mehr zuschauen. Wir gehen ja zurzeit, ich gehe so gegen 1 Uhr nachts online, das ist bei euch 24 Uhr,
Da schlafen ja schon viele. Komm, Emino, ich wusste, dass du kommst. Also nächste Woche hat man dann die Videos automatisch wegen der Zeitumstellung 2, 3 Stunden vorher als bis jetzt, ne? Gelemino! Und schaut mal, wo die Siedlung jetzt auch so leer ist. Sieht man, die Katzen haben viel mehr Freude. Da sieht man den Arno. Und da sieht man die glücklichen Katzen. Die gesunden Katzen. Na, Emino? Wo gehst du hin? Hier mal der Emino. Rennen. Na, warte mal. Wer ist das hier hinten? Ja, und da sieht man jetzt die Stefanie auch. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Katzen hier im Blickfeld. 20 Katzen. Da kommt man zurück. Es geht echt ein kalter Wind. Da kann man sich wirklich erkälten. Du musst leider drinnen bleiben. Du musst leider drinnen bleiben. Du kannst noch nicht raus. Na, du willst zu mir. Ach, du willst gekraut werden. Du willst zu mir. Ja, alles klar. Zu mir darfst du. Zu mir darfst du, mein Schatzi-Patzi, zu mir darfst du. Aber raus darfst du nicht. Weil du wirst sicherlich auch dann wie Saskia irgendwo in der Ecke maunzen, weil du nicht hier wieder reinkommst. Okay? Afrikaner, du bleibst auch drinne. Hier ist auch ein Afrikaner. Psst. Petra, was ist denn mit dir los? Was greifst du Bounty so an? Was ist mit dir los, Petra? Bringst mich ja richtig an. Komm, dann streichle ich dich ganz kurz. Danach kommst du mit ins Bett, okay? Hier eine ganz schwarz und da eine ganz weiß. Oh, Stefanie, du kletterst dich ja richtig hoch da. Und ihr müsst mal das kleine Baby vom Laden sehen, die sich so gut getan hat. Und ich hoffe echt, ihr kommt durch. Wie gesagt, ich habe sie aus Sicherheitsgründen im Laden. Wegen der Katzenseuche hier. Na, Sunny? Du fühlst dich hier auch wohl, ne? Lieber warm liegen anstatt da draußen, ne? Schau, der Schwarze auch, der Kleine, der ist auch dort im Häuschen. Du hast so einen süßen Blick, der vom Automotor. Ja, und hier haben wir unser Enkelkind. Sich hier auch mittlerweile ganz wohl fühlt. Ich hätte auch gedacht, nach der Behandlung, dass sie wegläuft, aber nee, sie ist geblieben. Bei mir auch schon wieder.
Und somit haben wir gesehen, dass hier zu Hause alles soweit im grünen Bereich ist. Die Saskia war verschwunden und durch Zufall habe ich gemerkt, dass sie unten ist, weil sie gemiaut hatte. Ich dachte, sie wäre weg. Ich danke nochmal für die ganzen Beileidswünsche wegen Pepper. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.